Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um ein Tauschpaket mit der lieben Karina. Und zwar seht ihr das hier einmal vor euch. Wir haben wieder einen Wert ausgemacht und haben uns gegenseitig wieder Produkte zugeschickt. Wir haben so ein bisschen das Thema Frühling und Sommer Und ja, ich bin sehr, sehr aufgegriffen. gespannt, was hier drin ist. Ich weiß einiges, denn ich habe mir einiges gewünscht. Ein paar Sachen, denke ich, hat sie mir so mit reingepackt. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich starte direkt durch. Ich schneide das Paket jetzt einmal auf und dann geht es los. Bevor ich starte, zeige ich euch jetzt aber noch ganz, ganz schnell die Sachen, die ich ihr reingepackt habe. Und zwar packe ich ihr zu einem rein von Alverde die Sensitive Handcreme. Die hatte ich ja in meiner Drogerie Haar Review gezeigt. Und ich mochte die nicht. Also der Duft war einfach nichts für mich. Ist mit Hanf und Kamille. Ich habe da extrem Kopfschmerzen von bekommen. Und sie hat mich eben angeschrieben und gefragt, ob ich die schon weitergegeben habe oder wenn nicht, ob sie sie dann haben könnte. Deswegen packe ich die einmal mit rein. Dann von Balea einmal die Creme Dusche White Chocolate mit weißem Schokoladenduft. Die hat sie sich gewünscht. Dann einmal von Müller diese Seife hier, Hygiene und Frische mit Orangenduft. Dann einmal ein Duschgel und zwar das Duschstars. Ich fühle mich aufgeweckt, Grapefruit und Basilikumduft, das liebe ich ja. Dann einige Produkte von Aveo, einmal das Grapefruit Handsorbet, das war sogar reduziert. Also geht wohl aus dem Sortiment. Dann von Aveo die Buttermilch-Limone-Cremeseife hat sie sich gewünscht, eben auch in dem festen Seifenspender. Dann von Aveo einmal das Watermint and Melon Deo Body Spray. Das ist eine LE. Und auch eine LE hier von Aveo, das Barberry Blossom Rasiergel. Das hat sich auch gewünscht. Dann kommen wir jetzt zu Budni. Da war ich ja das erste Mal im Februar und habe dort einiges gekauft und habe eben auch für sie Sachen eingekauft. Und zwar zu einem und zwei Tuchmasken. Einmal die Aqua Tuchmaske und einmal die Aktivkohle-Tuchmaske. Dann einmal hier die Budni Care Handcreme Urea. Mit 5% Urea für stark beanspruchte trockene Hände habe ich hier einmal mitgenommen. Einmal dieses milde Dann Waschpeeling. einmal auch eine Seife, Und zwar die Budni Care Get Fruity Schaumseife. Die hat mich auch sehr angesprochen. Die habe ich mir selber auch mitgenommen gehabt. Dann einmal, das hat sie sich auch gewünscht, das Deo Spray Fresh mit Granatapfelduft. Dann eine Bodylotion. Und zwar von Budni Care Hello Happiness, die Bodylotion. Sieht sehr, sehr schön aus, war aber nicht mein Duft. Dann packe ich hier noch mit rein von Budni Care die Kokosbody Butter. Dann einmal von Aliqua die Pflegedusche Mandelblüte und Mandarine. Das ist die Naturkosmetikmarke von Budni. Und einmal von Budni die My Body Beauty Routine, das Duschbalsam, Rhabarber und Gardenienduft. Und dann einmal noch eine Haarpflegeserie. Und zwar von der My Hair Beauty Routine Serie Shampoo und Spülung. Mit Honigduft für strapaziertes und brüchiges Haar. Genau, das ist das, was ich ihr reinpacke. Und jetzt kommen wir zu dem Tauschpaket, wo sie mir geschickt hat. So, das Ganze ist dann jetzt einmal auf. Und so sieht das Ganze einmal aus. Hier ist einmal einiges an Tee. Einmal Ingwer-Orange, mediterrane Pfirsich, die heiße Liebe. Schwedische Blaubeere haben wir hier zweimal. Dann mediterraner Pfirsich sehe ich hier nochmal. Persischer Granatapfel, ich weiß nicht, was hier noch ist. Sweet Kiss. Erdbeerkirsche. Persischer Granatapfel, wie gesagt. Hier ist noch ein Earl Grey Tee. Also ein Schwarztee. Und dann sind hier jetzt die Sachen. Und ich würde einfach sagen, ich ziehe die nach und nach raus und zeige euch, wie das Ganze aussieht. Ich ziehe aber den Karton auf die Seite. Denn ihr seht ja dann, wie ich es auspacke. Genau. Und zwar, das erste ist das hier. Das ist ein Tiegel. Und ich glaube, ich weiß, was das ist. Und zwar von Balea dieses Pflaumenpeeling, wo es in diesem Set gab. Da habe ich nämlich gemeint, ich habe sie gefragt, ob sie ein gutes Peeling kennt. Und sie meinte, die aus dem Set sind sehr gut. Und hat mir dann eins davon abgegeben. Ich denke, das ist das. Genau, und zwar ist das hier dieses Zuckerölpeeling Plum, also mit Pflaume, wie gesagt. Und das sind jetzt hier 100 Milliliter. Ich werde jetzt mal dran riechen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das hat sie wieder zugeklebt mit Tesa. Sie hat gemeint, sie hätte das schon mal auf, um dran zu riechen, aber sie hat es eben noch nicht benutzt. Ja, riecht auf jeden Fall sehr angenehm nach Pflaume, also nicht zu süß. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sein wird. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann kommen wir zum nächsten, und zwar das hier. Das ist eine Tube. Das ist das, da habe ich ihr das Geld geschickt, denn das wollte ich unbedingt testen. Das ist von NAE. Vitalisierendes Duschgel mit Bio-Zitrone und Bio-Mandarine. Das wollte ich halt unbedingt haben und ich kam halt jetzt nicht mehr in Rossmann. Ich möchte auch den Monat nicht mehr in Rossmann gehen.
Deswegen habe ich sie gefragt, ob sie mir das einfach einpacken kann. Und ich habe ihr dann das Geld eben per PayPal rübergeschickt. Und da bin ich sehr gespannt. 200 ml, da werde ich auch mal dran schnuppern. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ja, riecht auf jeden Fall sehr, sehr zitrisch, sehr frisch. Freue ich mich drauf. Dann das nächste ist hier so in einem Glitzerpapier oder in so einem Schimmerpapier drin. Das ist jetzt hier von Alverde. Das Bio-Rosenblütenwasser für trockene Haut, das mag ich ja super, super gerne. Das hatte ich ja auch schon zweimal aufgebraucht. Das funktioniert bei meiner Haut super. Ich mag das wirklich gern. 100 ml sind hier drin. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen und ja, finde ich klasse. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Dann das nächste. Von der Form her, keine Ahnung, oder? Keine Ahnung. Ah, von Gandhi. Die in der Dusche Body Lotion, 24 Stunden Feuchtigkeitslotion zum Abspülen. Das ist die mit Monoi. Und das ist für trockene bis sehr trockene Haut. Ja, das riecht sehr gut. Das hatte ich auch schon mal aufgebraucht. Das gibt es leider so in der Drogerie direkt nicht mehr, nur noch in so Sonderpostenläden. Aber da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Dann machen wir mal das nächste auf. Auch wieder in so ein Glitzerpapier. Okay, hier ist was drin von Vanessa Mai von Alverde. Und zwar das Vanessa Mai und Alverde Duschgel. Ich glaube, das ist das mit Kokos. Wie sieht das hier aus? Ich glaube, das ist das nur mit Kokos, ne? Ich rieche mal dran, aber ich glaube, das ist einfach nur Kokos. Ja, riecht sehr gut. Sehr, sehr gut. Werde ich auf jeden Fall austesten. Sehr schön nach Kokos. Dann hier das nächste. Ist was von Duschstars. Ja, und ich glaube, das hat sie mir schon geschrieben gehabt. Und zwar habe ich mir das ja gekauft im Rossmann. Und das hat sie aber nicht gesehen gehabt, weil das Video eben noch nicht online war. Das ist das, ich fühle mich gut gelaunt, Duschgel mit Rosenwasser und pinkem Holunderblütenduft. Das finde ich richtig, richtig gut. Also ich mag das echt gerne, das habe ich schon ein paar Mal benutzt. Freue ich mich auf jeden Fall, dass ich das nochmal dann da habe, weil das fand ich echt klasse. Dann habe ich hier noch was. Das ist, glaube ich, was. Ja, man sieht schon so ein bisschen von Nivea. Und zwar ist das hier die Pflegedusche Cream Sensitive pH-neutral mit Kamillenextrakt für empfindliche Haut. Sollte ich einfach mal testen. Ich glaube, die Variante hatte ich persönlich tatsächlich noch nie. Und deswegen wollte ich die ausprobieren. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Ja, riecht halt einfach sehr sanft. Meine Schwester hatte die schon öfters. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie ich die finden werde. Dann haben wir hier einmal so einen Karton. Und hier ist was von Balea drin. Und zwar hier der Aqua Augen Roll-On mit kühlender Massagekugel und Algenextrakt, Feuchtigkeitsanhalt. Den verwende ich ja super, super gerne. Im Sommer, wenn es richtig heiß ist, wenn ich Schmerzen habe am Kopf oder so, finde ich das klasse. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Hat eben so eine Metallkugel dran. Finde ich genial. Dann habe ich hier einmal was von Alverde, würde ich jetzt sagen. Ja, und zwar von Alverde die Körperlotion mit Bio-Rose. Ich liebe ja Rosenduft und ich merke den Rosenduft hier von dem Rosenblütenwasser total gerne. Deswegen wollte ich jetzt das hier mal testen. Und 250 ml sind drin. Also ich habe das ihr, glaube ich, geschrieben, dass ich das möchte. Oh ja, das riecht richtig gut nach Rose. Bin ich sehr gespannt drauf auf jeden Fall. Werde ich testen. Und dann kommen wir zum nächsten. Okay. Ah, was von Isana, okay. Und zwar die Body Lotion mein Pflegemoment mit Kokos- und Vanilleduft. Ja, das ist eine LE. Da habe ich mir auch schon oft überlegt, ob ich mir die holen soll tatsächlich. Irgendwie habe ich es dann immer gelassen, weil ich habe noch so viel da. Aber die sieht sehr, sehr interessant aus. Ist eben auch limitiert. Ja, und riecht so aus der Flasche auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann machen wir hier mal noch was Größeres auf. Von Lavera eine Handcreme. Und zwar die intensive Pflegehandcreme mit Mandelöl und Bio-Scherbutter. Sehr, sehr cool. 100 ml sind hier drin. Aber ich glaube, das ist ein benutztes Produkt, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ja, das riecht aber auch sehr gut. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich mag Lavera und ich mag auch diese Basis Sensitive Reihe vom Duft her total gern. Und dann kommen jetzt, glaube ich, nur noch so kleine Sachen. Einmal das hier.
Es sind sogar mehrere drin. So. Einmal von Isana Cuddle Me Badesalz. Sieht richtig, richtig süß aus, hier mit dem Bären drauf. Und das soll riechen Ja, nach. Honig. Genau, Honig und Mandelöl. Also quasi wie das deine Kuschelzeit. Riecht aber richtig toll. Ich liebe ja diesen Duft. Und dann einmal hier noch von Tee bei Titisept. Eine Handvoll Luftküsse. Rose, Kakaobutter und Zaubernuss, da freue ich mich auch sehr. Werde ich auch auf jeden Fall testen. Dann Maske oder die Haare irgendwie. Okay, von Alverde haben wir hier die Feuchtigkeitshaarmaske Bio Kokos für trockenes und strapaziertes Haar. Die mochte ich ja sehr gern. Ich mochte die auch lieber wie diese BB-Haarmaske, also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Werde ich testen. Dann einmal das hier. Dann habe ich hier von Trended Up Enriching Moisturizing Hand Mask, also eine Handmaske. Okay, das sind so Handschuhe. Ja, werde ich aber auf jeden Fall mal ausprobieren, soll nämlich sehr gut sein, habe ich gehört. Und das hat mich sehr interessiert. Dann ist hier eine Lippenpflege drin, denke ich. Und ich glaube, das ist von Balea, diese mit Kokos. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Doch, das müsste die sein. Genau, und zwar die Balea Lippenpflege Calm Coco mit sanftem Kokosduft. Die wollte ich unbedingt haben. Ich habe sie aber immer wieder vergessen mitzubestellen. Oder sie war dann plötzlich ausverkauft. Und ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ich rieche da mal dran. Oh ja. Riecht sehr gut nach Kokos, eben wie die ganzen Produkte aus der Reihe. Also sehr, sehr gut. Dann einmal dieses Päckchen hier. Okay. Eine Haarkur. John Frieda Frizz Ease Wunderkur für widerspenstiges Haar. Tiefenwirksame Haarpflege, Intensivreparatur und Kräftigung. 25 ml, also auch eine gute Größe. 3 bis 5 Minuten soll man das einwirken lassen. Ja, werde ich testen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich mag John Frieda sehr, sehr gern, was die Haarkuren angeht. Dann habe ich hier nochmal was. Das ist, glaube ich, auch wieder ein Badesalz. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Doch. Und zwar ein neues von Dresden Essence. Das Badesalz Glück mit zitrisch-frischem Gute-Laune-Duft. Das habe ich auch schon gesehen gehabt. Aber mir eben noch nicht gekauft. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ja, ist ohne Mikroplastik, ist vegan und kann man da irgendwo dran riechen? Ja. Ja, das riecht sehr, sehr zitrisch. Freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Dann haben wir hier was Größeres. Könnte eine Maske sein. Ja, aber eine Fußmaske von Scholl. Intensiv pflegende Fußmaske in Socken. 20 Minuten, 0% Parfüm, 0% Farbstoffe. Ja, ein paar Socken sind da drin. Bin ich sehr gespannt. Die sind ja nicht so günstig. Ich glaube, das war auch ein Produkt, wo ich mir gewünscht hatte. Ich meine, ja. Und da bin ich echt gespannt drauf. Es gibt jetzt auch so neue mit so Öl. Aber ich wollte mal die Sensitiv hier testen. Oder halt die ohne Parfüm, ohne Farbstoffe. Genau, bin ich sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Und dann zu guter Letzt habe ich hier noch was. Ja, und es sind auch Masken. Und zwar diese neuen von Isana. Die fand ich auch super interessant. Systempflege, einmal Hyaluronmaske und Serum, Hydro-Intensiveffekt, Hyaluron und Aloe Vera. Schritt 1 Tuchmaske und Schritt 2 Serum. Und die zweite ist die Anti-Aging oder Anti-Age-Maske plus Serum, intensive Anti-Aging-Pflege, Rosenwasser und Vitamin C für anspruchsvolle Haut. Und ja, ist eben auch Schritt 1 Tuchmaske und Schritt 2 Serum. Also zweimal. Hier oben ist eben das Serum immer so drin. Finde ich super interessant. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Diese beiden Masken eben einmal noch. Und ja, der Karton ist jetzt leer. Das waren alle Produkte. Super, super viel. Ich freue mich natürlich sehr über die ganzen Sachen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die beiden Masken von Isana und werde euch natürlich über alles auch spätestens im Aufgeräumt-Video berichten. Ich hoffe natürlich auch, dass dir, liebe Karina, mein Tauschpaket gut gefallen hat und ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao.